Auch in Deutschland kennen inzwischen viele den argentinischen Journalisten Horacio Verbitsky. Er ist es, der dem neuen Papst den schwarzen Fleck auf die weiße Soutane geschrieben hat. Verbitsky fand Dokumente, die die Nähe des konservativen Ex-Kardinals Bergoglio, heute Papst Franziskus, zu der damaligen Militärjunta belegen sollen. Bergoglio soll zwei Jesuiten verraten haben, Orlando Iorio und Franz Jalitsch. Sie leben und predigen in einem Armenviertel. Das reichte aus, um sie als Linke, als Guerilla abzustempeln. Nathalie et Nathalie, deux artistes au même prénom de Paris et de Saint-Pétersbourg. Deux âmes sœurs qui se sont enfin trouvées à Hambourg. L'une est pianiste et accordéoniste diplômée, l'autre chansonnière autodidacte. C'est Nathalie Mouillot, la française, qui chante des chansons pas seulement en français, dans la plus belle tradition de Brel, Brassens et Bécaud, mais elle les écrit elle-même en allemand. Un portrait de l'ex-ballerine devenue cantatrice et complexe à réaliser, vu qu'elle est thérapeute shiatsu en même temps. Nous l'avons tenté. Seit mehr als zwei Jahren sitzt der jemenitische Journalist Abdulaila Haider Shay inzwischen im Gefängnis. Die offizielle Begründung? Kontakt zu einem gesuchten Top-Terroristen und ein Interview mit ihm für den arabischen Sender Al Jazeera. Inoffiziell heißt es, Haider Shay ist im Gefängnis gelandet, weil er kritisch über die zivilen Opfer des US-amerikanischen Krieges gegen den Terror im Südjemen berichtet hatte. Mesdames et messieurs, ou plutôt, meine Damen und Herren, c'est le nom d'une compagnie de théâtre constituée de jeunes hambourgeois qui ont tous et toutes une chose en commun, ils sont handicapés. Ce qui ne les empêche surtout pas d'exercer leur profession de leur rêve, celle d'acteur. Nous avons accompagné Paula Stolz, l'une des actrices les plus jeunes de cette compagnie, pendant une journée très excitante et exceptionnelle. Pour la première fois, la compagnie a présenté un projet de danse. Die katholische Kirche hatte es zuletzt ja gar nicht leicht. Skandale, Enthüllungen, Negativschlagzeilen. Manch ein Geistlicher hat die Berichterstattung in den Medien wohl nicht immer als Segen empfunden. Und nun auch noch das: Satire. Das war es von uns für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Fernsehabend. Tschüss, au revoir et bonne fin de journée.